Zum Thema Maßstab hier ein Beispiel. Auf einer Karte mit Maßstab 1 zu 20 Millionen beträgt die Entfernung zwischen Kelmis und Marseille 6 cm. Frage: Wie weit liegt Marseille in Wirklichkeit von Kelmis entfernt? In Wirklichkeit sind diese 6 cm 20 Millionen Mal größer. Also rechnen wir 6 cm mal 20 Millionen, das macht 120 Millionen Zentimeter, was 1200 Kilometer entspricht. Wir beantworten eine solche Aufgabe immer mit einem Endsatz. Hier, Marseille liegt 1200 Kilometer von Kelmis entfernt. Häufig wird ein Maßstab durch die Zeichnung angegeben. Auf dieser Karte entspricht diese Distanz in Wirklichkeit 5 Kilometer. Um also zu bestimmen, wie weit St. Vith von Kelmis in Wirklichkeit entfernt liegt, brauchen wir auf der Karte nur diese Distanz zu messen. Und durch den Dreisatz vom vorigen Tutorial finden wir dann sehr schnell die wirkliche Entfernung zwischen Kelmis und St. Vith.